Willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind in einer sehr windigen Halle gelandet. An dem geheimen Grab, wie mir scheint. Und wahrscheinlich bei meinem Glück sehe ich jetzt gleich ein Feuer, oder? Das kann nicht sein. Ich hätte die Aufnahme aufenden können. Du, mein Pech. Wir haben jetzt einen neuen Bogen. Recurverbogen. Waffe modifizieren. Provisorischer Langbogen zu Recurverbogen. Gerne doch. Nice. Ein neuer, besserer Bogen. Da ist er. Und ein neues Upgrade haben wir bekommen. Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Ja, warum nicht? Das ist wichtig für den Bogen. Der ist ja sonst eher langsam. Freut mich. Schönes Upgrade. Damit fühle ich mich auch gleich viel besser hier reinzulaufen. Kann ich überhaupt da stehen bei dem ganzen Wind? Ich bin mir eher unsicher. Also hier jetzt wohl aus, okay. Das gehörte früher zu Yamatai. Das ist definitiv das bisher eindrucksvollste Grab. Und auch ein bisschen unheimlich irgendwie, ich weiß auch nicht. Du machst es noch schlimmer. Und Lara Croft galoppierte davon. Erstmal die ganzen Mechaniken hier kennenlernen, ne? Was wir so machen können und was nicht. Da oben an der Wand. Kann ich da... Ich soll da ranspringen, oder? Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Kurz die Schotten dicht. Die geht dann nach und nach wieder auf. Das Ding muss mit mir zusammen hochfliegen. Ich muss mich wieder ranschwingen, also ranlaufen und dann irgendwie hochlaufen. Rand entlang hangeln oder irgendein Kram, schätze ich jetzt mal. Nein. Das Timing ist schlecht. Ja, das war ein schlechtes Timing. Ich glaube, das Ding hätte... Ich darf nicht zu früh hochziehen. Ich muss den ersten Witch erstmal abwarten, glaube ich. Okay. Jetzt machen wir den hier auf oder hoch. Ja. No problem. Ich hab's wohl verstanden. War ein bisschen komplexer, aber trotzdem immer noch gut verständlich, fand ich zumindest. Natürlich kann das von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Ey, das war schon alles. Super. Sehr gut. Okay. Belohnung. Oh,
Halle des Aufstiegs gemeistert. Und da war ein Teil für die Handfeuerwaffe. Ich frage mich wirklich, ob die an bestimmten Punkten festgelegt sind. Könnte sogar auch sein, dass nur einige von denen an bestimmten Punkten festgelegt sind und andere wiederum ein bisschen freier rumliegen. Ich habe keine Ahnung. Das lädt natürlich ein bisschen mehr zum Erkunden ein, natürlich. Dann, aber ich denke, man schafft es auch mit den Waffen. Und wir haben schon ein Bogen-Upgrade, was ich ganz gut finde. Wir werden bestimmt noch ein paar andere Sachen noch finden. Wird schon. Hier war sonst nichts mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Gut. Alles klar. Ja, ich habe hier ein Level-Up für Fähigkeiten. Das können wir auch später machen. So dringend ist es jetzt nicht. Ich bin ja schon ziemlich früh in meinen neuen coolen Bogen. Und darüber, wie gut das funktioniert hat. Es wäre so mies, wenn man zurücklaufen und einem irgendwas auflauern würde, ne? Mein Gott, ich bin immer so ein bisschen angespannt. Aber ich glaube, es passiert hier nicht, oder? Ich hoffe es zumindest. Ganz, ganz fest. Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Was heißt Belohnungsorte auf der Karte? Ich schätze mal, das hängt damit zusammen, wenn man diese Geocaches findet vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Egal. So. Dieses Grab haben wir geplündert. Geraided, wenn man so will. Wir haben getomb-raided. Okay, dann müssen wir die mittlere Insel, glaube ich. Den habe ich angemacht da unten, ne? Ja, hier vorne, ja genau. So, Pilo, jetzt komme ich zu dir. Aber Lara hat es eh nicht so eilig, wenn es darum geht, Pilo uns zu retten, haben wir schon gemerkt. Also, ist das schon okay. Ja, das Problem ist, Lara, ich sehe da schon eine Kletterwand. Es ist windig, das würde nicht gut gehen. Also wir müssen uns bereit machen, Quadrat zu drücken, um die Kletterwand zu nutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, werde ich abreißen oder so ein Scheiß. Ja. Mach hinne. Ich habe schon bei der Fallsequenz Quadrat gebasht. Okay, alles gut. Das heißt ja wohl, der Weg zurück ist auch erstmal versperrt, ne? Captain Jessop! Wo ist der hin? Captain Jessop? Okay. Anscheinend hat er sich mal wieder entschieden, die Waffe zu wechseln, so. Kannst du bitte mit dem Bogen rumlaufen, Lara? Der ist mir viel lieber in der Regel. Lass mich sogar angezeigt werden, die beiden. Ich werde mal beide anzünden. Das ist wahrscheinlich Blödsinn. Ja, das war Blödsinn. Gut. Warum ist hier noch so ein... Ah ja, den haben wir uns festgemacht vorher, stimmt. Blödsinn. Okay. Ich check nur mal, ob der Schalldämpfer noch drauf ist. Wir haben lange keine Tiere mehr gesehen, ne? Ich meine, ich bin ganz froh. Ich kann auf die Wölfchen verzichten. Aber es überrascht mich trotzdem ein wenig. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur... eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Nein, nicht die Fackel. Lieschen.
Ach komm, ey. Ja, habe ich noch erwischt. Aber ich kann dich nicht looten, weil er das, ich wollte ihn eigentlich schon nutzen. Jetzt ist er verschwendet einfach nur. Das tut mir leid. Ausgedorrte Schlucht. Nichts zu erzählen? Gut. Aber wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Was bietet sich denn da so an? Knochensammler will ich nicht. Ich glaube, hier bin ich. Orientierung. Setzen Sie Ihr Geschäft und sind eine versteckte Belohnung zu finden. Versteckte Belohnungen. Versteckt klingt natürlich gut. Alle Grabbergänge und Schatzkarten sind auf Ihrer Karte verzeichnet. Das ist jetzt eher was für Leute, die wirklich alles haben wollen. Das brauche ich nicht. Aber das hier könnte noch ganz netzig werden. Ich weiß nicht, was versteckte Belohnungen sind. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwas nicht zu finden. Aber ich würde das noch mitnehmen wollen. Die Orientierung. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf, solange ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Aber das scheint, also ich kann versteckt einfach Sachen sehen, wo noch was zwischen ist, die nicht in Sichtweite sind, sozusagen. Da würde ich fast behaupten, bin ich mit dem Überlebenstree durch. Für mich zumindest. Da kann ich mich jetzt auf die anderen beiden konzentrieren. Ist hier so ein bisschen dunkel hier, ne? Naja, gut. Hier geht's auch lang. Das macht's nicht besser. Die würde ich auch die Knarre wieder bevorzugen. Hier habe ich keine Ruhe zum Zielen, glaube ich. Wo soll ich jetzt lang? Wahrscheinlich eher hier, also gehen wir erstmal einen anderen Weg. Sind hier drei Wege? Ne, das führt wahrscheinlich einmal im Kreis, oder? Das führt einmal im Kreis. Wir lernen unsere Umgebung kennen. Also müssen wir hier lang. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Der wird mir ganz ruinös. Schlechteste Witz aller Zeiten, ich weiß. Eine Pilgerfahrt. Eine Königin. Himiko? Unglaublich. Captain Jessop? Mhm. Der bewegt sich aber nicht. Doch, ein bisschen noch, oder? Der atmet, glaube ich, noch. Das muss dann wohl der obere Bereich von demselben Tempel sein, vielleicht, den wir eben durchquert haben, wobei, keine Ahnung. Aber sie meinte unten ja schon, dass es Teil eines größeren Komplexes sein könnte. Captain Jessop? Daher würde das Sinn ergeben. Warum ist hier so ein Teil? Ich sehe nämlich keinen. Ich sehe nichts zum Festmachen. Interessanterweise. Zumindest noch nicht. Vielleicht passiert neu. Oder können wir die Dinge auch nutzen, die hier, ne? Nee. Gut. Oh mein Gott. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Lecker. Alter Schwede. Ist das ein Horrorgame jetzt?
Genre gewechselt. Aber Matthias Männer wurde anscheinend gerade von irgendwelchen Samurai angegriffen und irgendwelchen Onis mit dicken Onikeulen. Ich dachte kurz, sie sind gestorben, aber nee, gut, den bin ich. Alter, was ist das für ein Schlachthaus? Was geht hier vor? Ich hab keine Ahnung. Hat sie irgendwie jetzt Hallus oder passiert das wirklich? Ich habe meine Waffen nicht mehr. Doch, ich habe meine Knarre wohl noch. Aber sie kann sie gar nicht ausrüsten, okay. Ja, tut mir leid, für den Piloten. Die wollen zu kommen, um uns zu helfen, ne? Alter, guckt euch das an. Also Normalgröße hat er nicht. That's what she said. Oh Gott, die Beine. Also das ist auch alte Lara Croft Spiele, wo man ein bisschen mit dem Ungewöhnlichen oder Unnatürlichen gearbeitet haben, ist mir bekannt. Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob das hier gerade wirklich passiert. Aber, keine Ahnung, sah ja schon so aus, ne? Wir gehen mal davon aus, es ist alles real und sind vorsichtig. Halt die ganzen Körperteile. Kloster an der Schlucht. Das war gerade Shotgun-Munition. Ich habe noch keine. Ich hoffe, ich habe die nicht verpasst. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht kommt sie auch gleich erst. Ich kann meine Waffen wieder ziehen. Auch mein Bogen kann wieder hervorploppen. Das ist aber schön. Ich nehme mal kurz die Waffe hier, weil ich glaube, gegen die großen Onis fühle ich mich damit sicherer. Da haben wir die Shotgun. Hoffentlich funktioniert das Ding. Dürfte es eigentlich nicht mehr, wenn das da wirklich schon so lange liegt, aber... Ach, damit können wir diese Holzwände zerstören. Alles klar. Okay. Sie suchen nach mir. Ich meine, es ist nicht unbedingt einfach zum Sneaken, ne? Aber eine schöne Notfallwaffe. Und vielleicht hat die auch genug Stoßkraft, um so einen Oni ein bisschen aufzuschrecken. Wäre zumindest nicht undenkbar. Da geht's hoch, da müssen wir auch lang, glaube ich. Eine wirklich andere Option sehe ich nicht. Wirklich? Falsches Spiel. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt?
Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Ich befürchte, dass mit dieser Hoshi passiert, ne? Wie wir gelesen haben. Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Da haben wir natürlich die Effizienz der Shotgun in so einer Situation gesehen. Mein Gott. Ist ja freut mich, dass wir noch eine zusätzliche Munition über Gegnern looten können. Was zum Teufel ist da unten los? Oh. Wow. Was zum Teufel ist das? Alter. Ich wollte mich gerade überwundern, wie viel Schuss da reinpassen in die Shotgun, aber... Ist gut jetzt? Ich wollte noch die Leute looten. Hier wäre noch mehr Munition gewesen, na gut. Okay, ich verstehe schon, wir sollen mit diesem Schlegel, ja, aufreißen, das Ding. Ist hier noch irgendwas? Nein. Gut. Nichts zu erzählen. Gut, dann wäre es zum Aufleveln. Jäger-Upgrades, was haben wir da noch? Was will ich davon noch haben? Gewichtsheber, mehr Munition. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Ich weiß nicht, was Finesse heißt. Ich schätze mal Stealth-Kills, / wahrscheinlich in spezifische Nahkampf-Kills. Bogen im Nahkampf. Hier, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalte das Kopfschussfadenkreuz frei, okay. Töten Sie Feinde auf kurze Distanz für mehr Belohnungen. Benutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten. Okay, keine Ahnung, was das alles ist. Feuern Sie auf kurze Distanz mit Schrufen entfallen. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Nicht die geringste. Ist das nicht einfach nur besser als dieses komische, schmutzige Tricks, wenn ich ihn mit einem Angriff kontern kann? Um Pfeile zu betäuben, indem sie ihnen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen sie mit Kreis aus und drücken sie mit Dreieck, sobald die ringende Taste den Tastatensymbol erreicht. Ich glaube, das ist fast ein Upgrade, oder? Das ist einfach nur besser als vorher. Nehmen wir das mal mit. Das Kontern könnte noch relevant werden. Wer weiß. Mit der Schrotflinte müsste es gehen. Ja, wir gucken erstmal wegen den Upgrades. Gute Frau. Einen Moment. Darf ich wohl noch? Dankeschön. Gut, Shotgun hat wahrscheinlich auch ihre eigenen Upgrades, ja. Schützengraben, Schrotflinte. Schrotflinte, finden Sie 3 weitere Teile, um ein Upgrade zu... Das ist interessant, dass man so viele Upgrades für die Waffen finden kann. Das finde ich auch sehr, sehr cool.
Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich wieder der größte Motivator für mich, die Sachen zu suchen. Aber ich glaube, ich werde einfach weiter so spielen wie bisher. Solange wir damit gut vorankommen, reicht mir das. Volle Drossel fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine große Reichweite erzielt wird. Das ist interessant. Ein geschützter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Schadensupgrades sind immer relevant. Erhöht die Taktrate zwischen den Schüssen, erhöht die Schussfrequenz. Finde ich für eine Shotgun nicht so relevant. Gepolsterter Griff, ein gepolsterter Feuergriff, der die Waffen beim Schießen stabilisiert und damit einen Rückstoß verhindert. Finde ich auch nicht so relevant, weil ich glaube, das ist erst relevant, wenn du auch eine höhere Feuerrate hast. Ich bleibe mir erstmal nur bei dem Upgrade. Das Shotgun ist also links, okay. Oh, toll. Es ist immer wieder schön, in welche Situationen du gerätst. Was? Wow. Halt dich doch fest. So schlecht war mein Sprung jetzt auch wieder nicht, oder? Danke, dass ich genau hier wieder anfangen darf. Das ist nett. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Da bin ich nicht mehr, mein Freund. Chance verpasst, ärgerlich. Ich habe keinen Schlag aus der Distanz erwartet von ihm, ehrlich gesagt, mein Fehler. Da der Background-Sound wieder bis deutlicher geworden ist, die Musik aufgehört hat, denke ich mal, das war's. Da kommen nicht noch mehr. Wir sollen hier mit der Mitte durch, das sieht man jetzt schon. Okay. Das wird komplizierter, oder? Ich muss wahrscheinlich das große Ding runterhauen. Der Balken da oben ist auch ein bisschen brüchig und ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Vielleicht müssen wir auch die Balken zerstören, aber alles mit dem Ding hier, was wahrscheinlich nur geht, wenn ich die Tore öffne, also die Windtore. Ist hier noch irgendwas anderes? Ich glaube, an solchen Orten ist es wahrscheinlich seltener, was man verpassen könnte, weil man hier wahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommen soll, aber sicher ist ja sicher, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt wie gewünscht. Ja.
dachte, das geht von alleine wieder zu, aber ich muss es selber schließen. Mir war schon klar, dass es wieder zugehen muss, damit ich das richtig schwingen kann. Aber ich glaube, dieses ganze Ding hier wird einstürzen. Oh mein Gott, das wird wieder lustig. Das war nicht sehr nett. Wer will noch, hä? Mit der Glocke müsste es gehen. Was soll das heißen? Nee. Ah, warte mal. Jetzt müssen beide auf. Richtig? Okay, let's go. Froh, dass sich kein Holzstück da irgendwie aufgespießt hat. Spät losgerannt. Mein Gott, das war auch ein bisschen überraschend gerade. Ich frage mich, wie viele Leute genau an der Stelle gestorben sind. Still alive. Somehow. Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Dich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam? Sam! Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Mhm. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Okay. Ja, wir haben, glaube ich, einen Tagebucheintrag gefunden von jemand, der früher hier gelebt hat, vor langer, langer Zeit. Ich glaube, die hieß Hoshi. Und ich schätze, mit der haben sie auch dieses Ritual veranstaltet. Schon damals. Und dasselbe wollen sie wohl jetzt mit Sam machen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es gerade gesund ausgehen würde für sie. Ich weiß es nicht. Aber ich bezweifle es.
Captain. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Okay. Ja, upgraden will ich eigentlich gar nichts mehr, habe ich ja schon gesagt. Ne? Ich spare mir die Teile einfach auf. Ich frage mich, ob wir noch mehr Waffen bekommen. Was könnte man noch kriegen? Sniper Rifle? Ich weiß ja, ich finde, der Bogen macht eigentlich schon ziemlich viel, was das anbelangt. Aber unmöglich wäre es nicht. Aber mir würden die Waffen schon absolut reichen. Absolut. Ich schätze, ein Sturmgewehr werden wir nicht bekommen. Wäre aber auch nicht undenkbar. Ich weiß es nicht, du werdest mich überraschen lassen. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwelche anderen Upgrades bekomme für die Waffen, außer für den Bogen. Den habe ich immer in einem upgebraided. Also hey. Aber das war immer noch nur 40%, also für den Bogen gibt es offensichtlich noch einiges andere an Teilen, um dann noch höher mitzukommen. So. Wir müssen das nochmal hinsetzen. Das ist ja gerade gespeichert, ne, wenn ich mich rausgehe, deswegen. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen die Folge hier gut sein. Das war genug Action für einen Tag. Für mich vor allen Dingen, endlich die Aufnahme beenden, auch nicht verkehrt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.